Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie aus Hammelburg sind, dann wissen Sie, wo ich stehe. Zwischen den ersten Stationen eines Kreuzwegs. Gegenüber der Stadt steht das ehemalige Franziskanerkloster Altstadt. Von dort geht ein solcher Weg den Berg rauf, bis zu einer Kreuzigungsgruppe fast am Schloss Saaleck und dann wieder runter zurück zur Klosterkirche. Der sogenannte Kapellenkreuzweg ist künstlerisch wertvoll und 1733 von den Franziskanern angelegt worden. Geschaffen haben ihn der Hammelburger Bildhauer Johann Jakob Faulstieg und Franziskanerfrater Wenceslaus Marx. Auch kunsthistorisch ist er bedeutsam. Erst vor kurzem ist die Kreuzigungsgruppe renoviert worden. Und seit langem schon kümmert sich Rainer Baden aus Hammelburg um den Erhalt auch der anderen Stationen. Schon seit Jahrhunderten gehen und beten Christinnen und Christen den Kreuzweg. Und mehrmals im Jahr tun das Menschen auch aus unserer Pfarreiengemeinschaft hier. Zum Beispiel am Fest Kreuzerhöhung im September oder an Palmsonntag. Diese Andachtsform geht wesentlich auf die Bibel zurück. Die Evangelien erzählen im Neuen Testament, wie Jesus verurteilt worden ist, wie er gefoltert wurde, wie er selbst sein Hinrichtungswerkzeug tragen musste, an den Ort seines Todes, wie er schließlich am Kreuz stirbt und bestattet wird. Die Volksfrömmigkeit hat die eher nüchterne Darstellung in der Bibel ausgeschmückt, hat Jesus Menschen an den Weg gestellt. Verschiedene Frauen zum Beispiel, darunter seine Mutter Maria und die heilige Veronika, die mit dem Schweißtuch. Oder ein Mann vom Feld, der gezwungen wird, tragen zu helfen. Damit wird der Weg Jesu zum Weg für viele Menschen. Sogar wir können uns heute in den Verurteilten und Gequälten hineinversetzen. Oder auch in die Menschen, die dabei sind, zuschauen, Mitleid haben. Mitleid, Mitleiden ist in diesem Teil der Jesuserzählung ein großes Thema. Dieses Wort auf Latein ist auch der Name eines kirchlichen Hilfswerks, Miserio. In den letzten Jahren haben wir den Psalmsonntagskreuzweg oft mit einem Vorschlag gebetet, den dieses Hilfswerk herausgibt. Wer könnte sich besser in dieses Geschehen einfühlen als Menschen, die selbst Leid und Schmerz, Ungerechtigkeit und Hunger erleben oder die, die sich um sie kümmern? Damit die Tradition des Kreuzwegs am Palmsonntag hier oben am Saalecker Berg auch in Corona-Zeiten nicht verloren geht, lade ich Sie ein, ihn in den nächsten Tagen zu gehen und zu beten. Einzeln, als Paar oder als Familie. Wenn Sie mögen, mit dem Vorschlag von Miserio, der von Freitag bis Montag hier oben für Sie ausliegt. Und Sie finden ihn auch im Internet. Mitleiden heißt auf Neudeutsch Compassion. Darin kommt auch das Wort vor, das die Zeit vor Ostern bezeichnet, die Passionszeit. Zum Abschluss meines Beitrags möchte ich Ihnen dazu etwas vortragen. Compassion. In der Fastenzeit bereiten wir uns vor auf das Leiden Jesu, die Passion. Fasten aus Passion? Unser Vorbild Jesus fragt, wo kann die Versuchung bei dir ansetzen? Wo bist du abhängig? Was macht dich unfrei? Leidenschaftlich fasten? Wenn mich das Leiden der anderen nicht in Ruhe lässt, mitleiden, Kompassion. Das ist die Grundlage für ein solidarisches Fasten.
weil es so viele Menschen auf dieser Welt gibt, denen die Lebensgrundlage fehlt, die mit einer Schale Essen am Tag auskommen müssen und ohne sauberes Wasser. Fasten als Compassion. Versöhnung und Erlösung. Nicht nur ein Trost für die Christen, die sich Jesus anvertrauen, sondern eine Herausforderung an uns alle, uns einzusetzen für eine Kultur des Lebens. Ich wünsche Ihnen einen guten Weg hier oben auf dem Kreuzweg am Berg oder wo auch immer Sie gehen.